kostenlosen Plätze und bekommen die beste Sicht. Auch geil. Guck mal, Simon, ich habe deine Haustiere gefunden. Und deine Freundin. Okay, letzten Sekunden. Ich hoffe, ich muss da noch nicht noch irgendwas machen. Ich hasse eBay. So, ich habe jetzt nochmal einen kleinen Frust nochmal geguckt bei Gumtree. Auf jeden Fall eine sehr coole Seite, wenn ihr in Australien sein solltet. Gumtree ist wie eBay Kleinanzeigen. Ich wollte eigentlich gerade losgehen in die Mall, um mir da für meine GoPro diese Anschlüsse zu holen, eventuell, oder halt zu gucken, ob die jetzt teurer sind als im Internet, weil meistens ist es ja eh so, dass es im Internet billiger ist, aber mit den Shippingkosten und so muss man ja immer drauf achten. Jetzt, wo ich losgehen wollte, ist auf einmal der ganze Strom ausgefallen. Internet habe ich was runtergeladen, ist jetzt auch wieder futsch, kann ich wieder von neuem anfangen. Und zwar deswegen die alten Strommasten. Und die haben jetzt einen Strich durch die Rechnung gezogen, das ist auch direkt vor meinem Fenster ist, also Wahnsinn. Wenn da irgendwie mal was umschlägt und gegen mein Fenster knallt, diese Hochspannung, dann werde ich vielleicht zum Superheld. Yeah! So, also ich war heute wieder beim Au-pair-Treffen und es war mega langweilig. Diese Woche ist in Manly die Fest-Volleyball-Woche-Event-Dingsballingsen-Bums-irgendwas. Da gibt's hübsche Mädchen anzusehen, wie sie hinter ihrem Rücken, hinter ihrem Pups 2-1 und irgendwie, was weiß ich, diese ganzen, jetzt wollte ich gerade sagen, Nintendo-Zeichen, die ganzen Jutsus auspacken. Hier, Kabe Kuchimunutsu. Jetzt tue ich so, als ob ich überhaupt keinen Plan hätte von Animes, hä? Kagebushi Nunjutsu! Hat Naruto nicht bei den ersten Folgen immer noch ein paar Sachen gemacht? Oder war das wirklich die ganze Zeit nur das? Naja, dann werde ich nach einer neuen Vlogging-Kamera gucken, weil ich nicht länger über mein iPhone filmen möchte. Nicht, weil es jetzt nicht irgendwie cool wäre oder so, sondern einfach, weil ich einen besseren Ton brauche. Und optischen Zoom. Kein digitalen Zoom. Digitaler Zoom ist, da verarscht man sich einfach selber. Ganz einfach, ja. Ich brauche optischen Zoom für manche Momente. Es gab schon einige Momente, wo ich das echt hätte brauchen können, um irgendwo näher ran zu zoomen und die, ohne dass die Bildqualität schwindet, schlechter wird. Und das ist einer der Hauptgründe. Über die Wochen habe ich mir zwei angeguckt und habe mich letztendlich doch für eine entschieden, obwohl ich bei der anderen die ganze... Wo ich ganze Zeit bei der anderen immer gedacht, oh ja, das ist geil, weil da kann ich Objektive wechseln und so weiter. Aber die andere ist, für die ich mich jetzt letztlich entschieden habe, einfach besser fürs Vlogging. Und das ist das Hauptding, was ich auf meinem YouTube-Kanal euch rüberbringen will. Ja, was ich alles erlebe, was ich alles mache und so weiter und so fort. Heute startet die Woche Volleyball-Fest. Ich denke, das könnte ganz cool werden. Live-Musik ist immer cool und Feuerwerk, wenn man nicht solche Feuerwerke wie in Disneyland oder Disney World gewöhnt ist. Ach, was rede ich? Feuerwerk ist eigentlich immer schön. Könnt ihr auch in meinem ersten Vlog von Sydney Neujahr begutachten. Das Feuerwerk war auch nicht schlecht, obwohl ich vollkommen an der falschen Stelle gestanden habe. Ich dachte ja, dass es wieder über ein Opera-Haus ist, aber diesmal war das ja leider direkt an der Harbour Bridge und ich habe direkt an der Harbour Bridge gestanden. Deswegen konnte sich das Feuerwerk in meinem Video nicht komplett entfalten.
Ich habe quasi mittendrin gestanden. Habe jetzt endlich einen Parkplatz gefunden, nach gefühlt einer halben Stunde. Also Samstag ist hier Hölle. Also ich weiß nicht, ich bin hier irgendwie am Arsch von Parkhausen, habe ich das Gefühl. Hi. I'm searching for the Canon G7X. Really? G9XL, that's a new version, but I don't know G7. Is the G9 really the new version? Because the new version is cheaper, so it's not really the new version. Yeah, I mean, they updated a little bit, they've changed the model a little. But I've heard some really good things about it. So I need it for vlogging. It gives just two ones I need. Hammer. Oh, die kann man sogar. Boah, guckt euch. 2 Terabyte, ey. Ey, das ist der Hammer. Oh, wie leicht die ist. Die ist mega leicht. Das ist kein Product Placement. Ich bin gerade nur echt fasziniert, ey. Also, wie schnell die Technik voranschreitet, das ist der Wahnsinn. USB-Stick, 2-mal. So ein normaler USB-Stick, wie man ihn kennt. GoPro. $89. Die Extended Battery. Habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, ey. Eigentlich ist das echt sinnvoller als dieses blöde Display. Das Display habe ich zwar öfters dran an der GoPro, aber irgendwie nutze ich das nie. Das ist komisch. Eigentlich müsste ich das Display verkaufen oder verlosen. Ich verlose hiermit mein Display für meine GoPro, für die ich gerade so mega gute Werbung gemacht habe. Denn ich brauche eine External Battery. Battery Pack. Battery Pack. Pack. Backpack. Pack. Backpack. Rucksack, Backpack, Backpack, Rucksack. And you know, you just have to type in Smooth Sea Gimbal. It's really cool, yeah. Thank you. Yeah, oh no worries. Ich werde einfach den Preis auf die andere Festplatte drauf machen und dann. Was ist mit der Kamera? Aber so ein Teil kann ich nur jedem empfehlen, der irgendwann mal eine Drohne haben will, zum Üben. Wie viel kostet der Spaß? Mann, ey, bin ich blöd? Ich sehe die Preise immer nicht. Ah, hier. $39. $39 kann man nochmal ausgeben, um dieses Feeling erstmal hinzubekommen. Guck mal, Simon, ich habe deine Haustiere gefunden. Und deine Freundin. Oh, das hätte ich für meinen Kurzfilm gebraucht. Aber vielleicht geht die Geschichte ja irgendwann weiter. Hab ich voll Bock drauf, auf jeden Fall. Assassin's Creed Hidden Blade, das ist richtig geil. Wird mein nächstes Cosplay auf jeden Fall besser als das erste. Aber könnt ihr ja mal auschecken auf jeden Fall. Guckt euch dieses geile, fette Relaxo an. Ist das geil? Hä? Ich schlafe mit Puppen nicht verstecken. Okay. Scheiß Relaxo. Der Rucksack ist geil. Aber der ist noch geiler. Do you have business cards? Yeah. You have business cards? You're a stormtrooper. There's like a million of you. What do you need business cards for? Well, they're for my cookie business. I don't want... Oh my god. That chocolate chip cookie looks like the Death Star. Auf dem Weg nach Vatania City. Auf dem Weg nach... Oh, ist das warm. Way out. Dann nehmen wir den Weg doch mal. Have a nice day, buddy. Den werde ich haben. Bin ich denn jetzt hier? Oh, das war knapp. Oh, jetzt habe ich gerade die Seiten verwechselt, obwohl ich hier schon so lange bin und Auto fahre. Weil, wer es nicht weiß, in Australien ist das alles umgekehrt. Da ist nicht Links-Rechts-Verkehr, sondern Rechts-Links-Verkehr, wenn ich das jetzt richtig erkläre. Auf jeden Fall fährt man da auf der anderen Seite. Also man ist eigentlich quasi Geisterfahrer. Es ist echt windig. Ich kann nicht immer meinen Gimbal nutzen. So windig ist es. Okay.
kostenlosen Plätze bekommen die beste Sicht. Auch geil. Geiler Beat. Das Feuerwerk war ja gar nicht schlecht, aber da lege ich für euch noch Musik drunter, dann wird es auf jeden Fall noch geiler werden. Viel Spaß, haut rein! Jetzt kommt nichts mehr. Die Sendung ist aus. Ich muss ja jetzt weiter. Also, tschüss. Abschalten. Ihr seid ja immer noch da. Abschalten. Kommt nichts mehr. Tschüss.